Hi zusammen, ich bin Maurice Malone, 20 Jahre alt, aktuell Stürmer von Wien Wiesbaden. Ich befinde mich hier bei der IKK und wir machen hier ein bisschen Sport. Und ich wollte euch eben zeigen, wie man in einem, sagen wir, engeren, kleineren Raum auch gut Sport machen kann. Deswegen möchte ich euch motivieren, zu Hause Sport zu machen, auch wenn es gerade ein bisschen schwierig ist wegen Corona. Man findet immer einen guten Platz, besorgt euch einen Ball und macht Sport. Bevor es mit dem richtigen Fußballtraining losgeht, beginnen wir erstmal mit ein paar Warm-up-Sachen. Die sind immer sehr wichtig, dass man sich nicht verletzt. Trainingseinheit. Dafür müsst ihr euch nur einen Ball schnappen und ich zeige euch nun, wie man in einem auch engen Raum ein bisschen was an der Technik und Koordination dazu gewinnt. So, die erste Übung sind Fußballtaps. Wir beginnen hier mit 30 Sekunden auf der Stelle und je nachdem, wie ihr euch fühlt, könnt ihr dann mit dem Ball nach vorne oder nach hinten gehen. Die zweite Übung ist Pendelball. Dabei pendeln wir den Ball von links nach rechts und dasselbe wie bei der ersten Übung. Könnt ihr euch, je nachdem wie ihr euch fühlt, auch nach vorne oder nach hinten gehen. Versuchen wir den Ball hochzuhalten. Dabei empfehle ich euch, je nachdem wie ihr euch fühlt, eben einmal mit links und einmal mit rechts hochzuhalten. Ich weiß, das ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber dadurch lernt man einiges dazu. Wenn nicht, dann fangt erstmal mit einem starken Fuß an und arbeitet euch dann hoch. Nun zeige ich euch mal eine bisschen schwierigere Variante.
für die Fortgeschritteneren unter euch. Dabei jongliert ihr ganz normal und benutzt dabei abwechselnd euer Knie noch dazu. Nun kommen die seitlichen Fußballtaps. Dabei könnt ihr auch eher erst langsam beginnen und euch dann so langsam steigern. Kommen wir zur nächsten Übung, die heißt Drag und ich zeige euch mal, wie die geht. Jetzt habt ihr die Hälfte durch, jetzt macht ihr mal eine kleine Pause, trinkt was und dann geht's weiter. So, nun seid ihr wieder erholt. Jetzt geht's weiter mit dem Inside Push. Dabei nehmt ihr euch einfach ein paar Socken, bitte nicht die Gläser von Mama, und macht diese Übung. Nun kommen wir zur Übung Foursquare. Wie der Name schon sagt, müsst ihr hier versuchen, diese Übung mit vier Bewegungen, vier Schritten zu schaffen. Und ihr könnt erst mit eurem starken Fuß anfangen und danach benutzt ihr auch mal euren schwachen. Wir kommen nun zur nächsten Übung, die Forward Taps. Dabei benutzt ihr auch nur eure Sohle und den Spann und zieht dabei mit der Sohle den Ball zurück und kickt ihn dann mit dem Spann wieder vor. Hierbei versuchen wir auch mal den Fuß zu wechseln, auch wenn es für euch Linksfüßer da draußen wahrscheinlich schwierig wird wie bei mir. Trotzdem probiert an eurem schwachen Fuß zu arbeiten. Im Fußball ist nicht nur das mit dem Ball wichtig. Ich persönlich finde den Rumpf auch als sehr wichtig im Fußball. Deswegen zeige ich euch jetzt noch ein bis zwei Rumpfübungen, um eure Stabilität zu verbessern. So, ich starte nun mit der ersten Übung. Die zweite Übung ist nun der Bauchstrecker. Musik
Nun kommen wir schon zum Ende unseres Workouts. Hier geht es nochmal um die Beweglichkeit im Rumpf. So, jetzt werden wir soweit mit unserem Workout fertig. Nun ist es natürlich auch wichtig, nach dem Sport wie vor dem Sport sich nochmal zu stretchen, zu dehnen, um eben die Muskeln dadurch auch zu entspannen. So, das war's mit meinem Workout. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich konnte euch motivieren und euch ein bisschen weiterhelfen in den technischen Sachen und koordinativen Sachen. Wir sehen uns bald. Bis dann, euer Maurice.